Das Spielesortiment des klassischen Gameboys ist ein Paradies für Puzzle-Fans. Das liegt unter anderem an den vielen Titeln, die von Nintendo selbst kamen. Und Nintendo-Spiele sind eigentlich immer gut. Dieses Mal schauen wir uns ein weiteres an. Was taugt Dr. Mario für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde natürlich von Nintendo selbst entwickelt und auch 1991 bei uns veröffentlicht. Neben der Version für den Gameboy erschien auch eine für den NES. Später wurde es zusammen mit Tetris für das Super Nintendo veröffentlicht und noch später erschien noch eine Version für den Gameboy Advance. Außerdem ist es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS erhältlich. Ein Puzzlespiel mit Mario also. Und dann ist er noch Doktor. Ist er jetzt wirklich Doktor oder verkleidet er sich nur? Naja, wie genau spielt sich also das Ganze? Auf den ersten Blick erinnert das Ganze an den Klassiker Tetris. Von oben fallen Blöcke auf ein Spielfeld und ihr müsst dann richtig einsortieren, damit Reihen verschwinden. Füllt sich das Spielfeld, ist natürlich Game Over. Soweit also gleich. Die Blöcke haben jedoch keine unterschiedlichen Formen, sondern bestehen immer aus zwei Einzelteilen mit zwei verschiedenen Farben. Die sind also quasi wie kleine Pillen, was den Spielnamen erklärt. Um Blöcke verschwinden zu lassen, müsst ihr immer mindestens vier Teile mit derselben Farbe übereinander oder nebeneinander stapeln. Im Vergleich zur NES-Version fehlen hier natürlich die verschiedenen Farben der Tabletten, aber durch die verschiedenen Schattierungen behält man immer gut die Übersicht. Ein guter Kompromiss in meinen Augen. Das sind also die Basics, simpel, aber es ist natürlich immer nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Ziel ist es immer in den Leveln die bösen Viren zu zerstören. Diese sind zufällig auf dem Spielfeld verteilt und ihr müsst dann die Pillen entsprechend sortieren, damit sie dann auch verschwinden. Je weiter im Spiel kommt, desto schneller läuft natürlich das Ganze ab und desto mehr Viren tummeln sich auf dem Spielfeld. Wenn ihr gleich mehr Herausforderungen wollt, dann könnt ihr dann aber auch gleich im Menü von Anfang an die Geschwindigkeit und die Anzahl der Viren einstellen. Das war es dann jedoch auch leider in Sachen Spielmodi. Es gibt zwar noch einen Zwei-Spieler-Modus, aber den dürften heute nur noch sehr wenige Spieler nutzen. Das finde ich echt eine verpasste Chance, da das Spielprinzip zwar zeitlos ist und immer noch Spaß macht, jedoch etwas mehr Abwechslung definitiv nicht geschadet hätte. Maßgeschneiderte Challenges oder ähnliches wären echt willkommen gewesen. Immerhin macht euch wie von Nintendo nicht anders zu erwarten war, die Steuerung nie einen Strich durch die Rechnung, alles läuft immer so, wie ihr es wollt. Die Grafik beschränkt sich natürlich auf das Wesentliche. Das ist aber beim Puzzlespiel vollkommen in Ordnung. Ihr behaltet immer die Übersicht und darauf kommt es schließlich an. Der Sound steht ebenso solide da. Die Musik untermalt perfekt das Spielgeschehen und die wenigen Soundeffekte passen auch. Nur wären mehr Musiktitel vielleicht auch wünschenswert gewesen. Was taugt Dr. Mario für den Gameboy also heute noch? Das Spiel ist ein solider Puzzler. Das war jetzt auch nicht anders von Nintendo zu erwarten. Leider fehlt es mir jedoch etwas an Abwechslung auf Dauer. Andere Spielmodi wären echt nicht schlecht gewesen, aber für eine kurze Runde zwischendurch ist das Spiel immer noch durchaus geeignet. Das war der Test zu Dr. Mario für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.